Bayern plant Urlaub vor Champions League. Die Pause zwischen Pokalfinale und Champions League-Fortsetzung wird für den FC Bayern zur Herausforderung. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat jetzt angekündigt, dass die Münchner nach dem Finale gegen Leverkusen im Pokal in den Kurzurlaub gehen werden. Wir werden uns dann darauf vorbereiten. Wir haben vom 4. Juli an, wenn das Pokalfinale beendet ist, eine Pause von rund 4 Wochen. Der Trainer wird, so wie es jetzt aussieht, den Spielern einen Kurzurlaub von 12 Tagen genehmigen, sagte Rummenigge. Der FCB hat noch die Möglichkeit auf das Triple. Besonders die Champions League wird aber eine große Herausforderung. Da geht es darum, dass du top motiviert bist und auf die Sekunde fit bist, betonte Rummenigge und gestand, das ist alles ein Blindflug. Klopp freut sich auf 400 Millionen Menschenchor. Für den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp geht es am Sonntagabend endlich wieder in der Premier League weiter. Der aktuelle Spitzenreiter spielt im Merseyside Derby gegen den FC Everton. Die Unterbrechung der Saison aufgrund der Corona-Pandemie war für Klopp aber die richtige Entscheidung. Wir mussten Verantwortung zeigen und haben Verantwortung gezeigt, sagte der Trainer des Champions League-Siegers. Besonders freut sich der Trainer aber auf die Rückkehr der Fans. Es wird einen Moment geben, wenn der ganze 400 Millionen Menschenchor You'll Never Walk Alone singen wird. Und das ist der Moment, auf den wir alle warten. Der FC Liverpool steht dicht vor der Meisterschaft und hat aktuell 25 Punkte Vorsprung auf den zweiten Manchester City. FCB-Teamfoto, darum fehlte Boateng. Im letzten Sommer blieb Jerome Boateng dem Lederhosen-Shooting des FC Bayern fern. Nun wurde der Grund für sein Fehlen bekannt. Ein Wechsel zu Juventus Turin stand im Raum. Die Italiener hatten damals eine Ausleihe des Innenverteidigers, der unter Kovac nicht mehr erste Wahl war, im Sinn. Weil sich der italienische Rekordmeister und Bayern bei Boatengs Leihe im Grunde schon einig waren, wurde der Verteidiger angewiesen, dem Mannschaftsfoto fernzubleiben, schreibt die Sportbild. Allerdings war es Juve-Trainer Maurizio Sarri, der dem Deal in letzter Minute den Riegel vorschob. Inzwischen hat sich Boatengs Situation grundlegend geändert. Unter Hansi Flick ist der 32-Jährige wieder nahezu unverzichtbar geworden.